Liebe Zuschauer, willkommen zu den 15 Uhr Nachrichten hier auf N24. In Düsseldorf findet zurzeit die Igedo, die weltgrößte Modeveranstaltung. Nachrichten, herzlich willkommen. Beim Abschluss einer türkischen Passagiermaschine kurz vor der Landung in Amsterdam sind. Waffenstillstand ohne Wert. Putin drängt Ukraine zur Aufgabe der heftig umkämpften Stadt Debalce. Dann dürften alle Ukrainer heim. Ich hoffe, dass die Vertreter der Aufständischen diese Leute nicht festhalten und daran hindern, aus dem eingeschlossenen Kampfgebiet herauszukommen, sodass sie zu ihren Familien zurückkehren können. Regierung will Geld, Athen will doch Euro-Rettungsprogramm beantragen. Schäuble hatte das Herumeiern gründlich satt. Ohne Sorg, Todesschütze, Kurras ist tot, der Ex-Polizeibeamte und Stasi-Spitzel erschoss 1967 den Studentenführer. Die Tat gilt als Auslöser der 68er-Revolte. Lange hat der Poker um Griechenland gedauert. Jetzt ist klar, die Regierung wird um eine Verlängerung der laufenden Kredite der Europartner bitten. Merkel, Seehofer und Gabriel, über alles redeten die Koalitionsspitzen bei ihrem Treffen in Berlin. Aber das heikle Thema Flüchtlinge fassten die drei Parteichefs nicht an. Schwächeanfall bringt Hillary Clinton in Bedrängnis. US-Präsidentschaftskandidatin bricht 9/11-Trauerfeier in New York wegen Hitze ab. Gesundheitszustand zwingt sie außerdem zur Absage einer Wahlkampftour nach Kalifornien. Das neue Leben als Nummer 1. Tenniskönigin Angelique Kerber feiert Weltranglistenplatz 1 im kleinen Kreis. Es wird noch Tage dauern, so die 28-Jährige, bis sie ihren großen Erfolg realisiert hat. Es ist Montag, der 12. September, 6 Uhr. Guten Morgen zu den N24-Nachrichten. Persönlicher Angriff. Der türkische Präsident Erdogan wirft Bundeskanzlerin Merkel Nazi-Methoden vor. Genossen im Rausch. Die SPD steht zu 100% hinter ihrem neuen Chef- und Kanzlerkandidaten. Doch ein Programm, das bleibt Schulz im Moment noch schuldig. Digitaler Wandel. Bundeskanzlerin Merkel hat am Abend die Technologiemesse CeBIT eröffnet und sich für eine Verteidigung des Freihandels ausgesprochen. Montag früh, ganz herzlich willkommen hier bei uns. Ja, wie nur reagiert man am klügsten und politisch sinnvollsten? Kampf und Leidenschaft mit viel Pathos verweist US-Präsident Trump in seiner Rede an die Nation auf die Erfolge seiner Präsidentschaft. Streit und Frieden bei der Möchtegern-GroKo. Nach der Einigung beim Familiennachzug von Flüchtlingen folgt der Streit um die Auslegung der Einigung. Dafür kommen die Verhandler in anderen Punkten voran. Digitales Handtuch, Smartphone-App reserviert die Poolliege im Ferienhotel. Wir sind wieder da. Willkommen und guten Morgen bei Welt.